Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind bei Kapitel 4 von 8 gelandet und ihr seht nämlich hier, da geht es genau weiter. Wow, du hast ein Evoli gefangen. Perfektes Timing. Wusstest du, dass ein instabiles Erdmaterial sich in Pokémon in verschiedene Formen zu entwickeln? Pokémon? Ich wette, wenn du tagsüber Zeit mit deinem Evoli verbringst, entwickelt es sich zu Psyana, ein Psycho-Pokémon, genauso wie das mysteriöse Pokémon, das ich gerade erforsche. Du könntest folgendes tun, lauf 10 Kilometer mit Evoli als Kumpel, um Bonbons zu verdienen, entwickel tagsüber Evoli zu Psyana, verschicke 20 Geschenke an Freunde. Bam! Und das wollen wir jetzt schon mal starten, indem wir uns nämlich einen Evoli reinhauen als Buddy, was wir entwickeln. Und da habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Ich werde nämlich einen 100er Psyana entwickeln. Dazu müssen wir erstmal unseren Kumpel austauschen hier. Tauros, geh weg. Du wirst nicht mehr gebraucht. Wir suchen mal nach Evoli. So. Und jetzt brauchen wir nur noch einen 100er. Wir haben eigentlich zwei Stück. Genau, das 189er ist ganz oben. Nehmen wir das. Hauen es rein. 100 ist jetzt dein Buddy. Und jetzt laufen wir 10 Kilometer damit. Sammeln zwei Bonbons. Entwickeln es zu Psyana. Das ist dann ein 100% Psyana. Ist ein richtig krasses Teil, wie ich finde. Kann man auch gut einsetzen gegen Machomai oder sonst was. Oder hin und her. Ja. Dann ist die Aufgabe auch schon fast erledigt. Nur noch 20 Geschenke verteilen. Aber das machen wir alles später. Jetzt ist es soweit. Wir sind 10 Kilometer gelaufen mit dem Buddy. Wie ihr hier seht, Kumpel, 10,2 Kilometer gelaufen und wir entwickeln jetzt also das Evoli zu. Wie muss man das machen? Man drückt hier drauf. Genau! Und das ist das Wichtigste, weil viele gehen einfach auf ihr Pokémon, was sie im Beutel haben, und denken, ja gut, da steht Buddy dran, also entwickle ich das. Aber ihr müsst in diesem Menü auf das Pokémon klicken, dann kommt ihr direkt dahin und hier müsst ihr es entwickeln. 25 Bonbons. Jetzt müsste ein Psyana rauskommen, wenn alles richtig verlaufen ist. Und die Aufgabe müsste beendet sein, natürlich. 10 Kilometer laufen ist fertiggestellt. Ein Psyana bei Tag entwickeln ist jetzt gerade. Ich habe dafür extra ein 100er Evoli genommen, weil ich Psyana einfach richtig geil finde. Das werde ich auch irgendwann mal maxen und hochziehen, wie ihr seht. Können wir noch mal kurz hier bewerten. Kannst mit allen aufnehmen, KP-Beste, Angriff, Verteidigung, die besten, die ich je gesehen habe. Das werden wir irgendwann also nochmal maxen. Wir haben das jetzt nur benutzt für die Aufgabe. Wie ihr seht, ist das auch fertig. Und wir müssen noch 10 Geschenke verschicken, weil 20 sind das insgesamt, 10 haben wir schon. Also gehen wir mal kurz auf unsere Freunde, da sind wir schon. Mal sortieren nach Freundschaftslevel. Und jeder, der mir keins geschickt hat, dem schicke ich jetzt eins. Und die, die eins mir geschickt haben, die nehme ich natürlich an, weil das sind alles Leute, mit denen ich heute eh eigentlich nichts mehr machen kann. So. Eins geht raus an Ivermilch. Extrem bekommt eins. Ich will A1. Super Sani bekommt ein Geschenk. Das wieder jetzt ewig hochhalten und machen und tun. Mein Kopf und ist weg. Der Optimizer bekommt auch noch eins. Ja, du kannst dich ja so drehen und wenden, wie das ist. Prost übrigens, viel Spaß bei deinem Bex im Hintergrund. Ich kann ja leider nicht, ich muss ja momentan fahren. Und das hängt immer so übelst. Ich hasse das und da hängt es nochmal. Ich will doch nur nach unten scrollen. Oh nein, geh doch einfach ein Stück runter, Lugdorf. Und dann nimmt es wieder das Falsche. Ich hasse es so dermaßen. Da kriegt Lugdorf natürlich noch ein Geschenk. Karl Logan, dem schicken wir auch noch was. Bam, jeder kriegt da sein Brot ab. Jeder kriegt ein Stück vom Kuchen, meine ich. Timmy sowie, oh, ein Pfeffi-Psyana, richtig nice. Das sieht doch stark aus, oder? Cinderella, boom, kriegt das nächste Geschenk. Hamidwell, Golfkunst. Lili Reh kommt als nächstes. Die ist korrekt, die öffnet wenigstens ihre Sachen. Da können wir wieder was hinschicken. Und als letztes Mikfu, geht nicht. Und als letztes Ricola, geht nicht, geht meine ich. So verballert ist man schon. Bam, 20 Geschenke verschickt. Jetzt haben wir auch keine mehr im Beutel. Nehmen hier direkt die drei Belohnungen an. Dann gibt es nochmal 2500 Staub, ein Metallmantel und ein neues Evoli erscheint. Das fangen wir gleich noch.
da stand eben zwar, das kann nur im AR-Modus gefangen werden, aber mein Handy ist ja so behindert. Das macht natürlich nur den normalen Fangen-Kack-Bildschirm. Jetzt muss ich das mal kurz halten und meinen Arm abstützen, weil es so weh tut. Oh, und es ist drin, aber es scheint auch nicht gut zu sein. Bester Satz, KP, wirklich hoch. Also schlecht wie immer. Dann geht es weiter hier mit Kapitel 4. Kapitel 5. Aber das alles natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.